Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV mit Quantum Konundrum, die, wenn ich... Yes. Oh. This is the last in a contiguous series of associated dimensions. As you can see, the gravitational pull in this dimension is directly in opposition to our customary one. Okay, jetzt wird die Schwerkraft auf den Kopf gestellt. Wenn ich richtig gezählt habe, dann müssten wir uns jetzt in der 26. Episode befinden. Watch out! Eieiei, armer Ike. Nicht direkt platt machen, die Teile. Wollen wir mal was ausprobieren? Ne, es tut nur weh. Leichte Kopfschmerzen, aber sonst trage ich keinerlei Verletzungen davon. Uiuiui. Könnte ja aber auch dann dadurch natürlich so, ne? Unterwegs sein. Okay, genug rumgetollt. Look out! Do you suppose that the gravitational bodies that influence this dimension are different? Or is the manor in fact built upside down? Ponder that. I vaguely remember an IDS receptacle mounted somewhere on the second story. Irgendwo. Ah, tja. There's our little friend. Ah. Hallo, Ike. Hallo. Müde Ike. Will schlafen. So, ich mach mich mal hier hoch. You've certainly gotten rather adroit. Ich mach ja noch einen. Noch kletter ich einfach nur hier hoch. Noch bin ich nicht so clever. Nein! Das war knapp. Okay, jetzt haben wir die Fluffy Dimension. Okay. Ja, und damit ist doch jetzt der Safe am Start. Upsa. Oh nein. So. I bet you wanted me to do that, huh? Mad scientist, crazy evil laugh. Safe Airlines, Hals- und Beinbruch. There should be another drinking bird. I mean periodic articulating gruy day in that room influencing this area. I believe that you'll have to wrap around this room to get through. Okay, geht's schon mal hoch. Hier geht's nicht weiter, ne? Nein. Ducken kann man sicher nicht. Ähnelt ja fast schon so einem Jump'n'Run hier jetzt. Okay, weiter höher geht's nicht. Ist auch nichts. Ne? Und oben ist der Ausgang. So, die ersten Rätsel. Really no idea, so. Ah, jetzt werde ich gematscht gleich, ne? So. Kann ich hier eigentlich auch jetzt runtergehen, ohne dass ich. Ja, okay. Ohne dass ich nicht mehr wieder hochkomme? Bisschen Halsschmerzen, muss ich sagen. So, jetzt geht's da hoch. Und dann darüber. Es ist irgendwie dieses Geräusch. Upsala, ich muss mich beeilen. Hoppa! Shit! Ah! Das Geräusch hat mich gerade genau. Ah nee, wo bin ich denn? Ich bin ja gar nicht mehr auf der. Ah ja, okay, ich bin ja hier. Super. Das Geräusch erinnert mich total an das Geräusch aus Assassin's Creed. Wenn,
man diesen, wenn man die Türme erklommen hat und dieser Vogel losfliegt. At this point, you have traveled further into the manor than any other family member has in the last two decades. So ein, so ein Vogelschrei kommt dann immer. Ja. Ist auch ein Meme, der. Oder generell ist es ein Screed. Ich lese nämlich gerade mich in die Theorie der Mimetik. Was mit dem Spiel hier nichts zu tun hat. So. Ja, häng aber jetzt direkt noch ein bisschen was dran. Vogel, ärgere dich nicht. Es wird heute alles mit Vögeln zu tun. Jetzt habe ich was Witziges gesagt. Ich bin so witzig. Ja. Unfreiwilligerweise. It seems as if the timer on Desmond doesn't have the duration that you'll need. Hm. Hab ich's nicht gerade? Na. Desmond? Ich glaube, ich brauche irgendwie noch so ein... noch so eine Dimensionsbatterie. Damit ich den vielleicht leichter machen kann. Wobei, naja, es bringt mir auch nichts. Aber hier ist doch so ein Teil. Ach so, ah. So. Ach, jetzt kann ich selber umschalten. Desmond, du wirst nicht mehr gebraucht. Desmond hat auch was mit Assassin's Creed. Ach, hier brauche ich Desmond wahrscheinlich wieder, ne? If only there was something to press that for you. Schaffe ich es nicht auch so? Look directly into his eyes. Trust me. Oh, achso, ich kann immer nur eine Dings verwenden. Okay, ich kann immer nur eine Dimensionsbatterie verwenden. Und deshalb muss ich mir überlegen, welche. Das spuckt nämlich das Teil aus und dann muss ich es nämlich schwer machen. Aber dann kann ich nicht mehr hier durch, ne? Das heißt also, wenn ich jetzt die gegen die Schwere eintausche, dann brauche ich wieder Desmond und der drückt den nicht runter. Also der drückt die Tür nicht auf. Beziehungsweise macht gar nichts mehr. Ah, der Knopf ist nutzlos geworden. Sehr schön. So. Ne, das bringt mir auch nichts, wenn ich das mitnehme. Das habe ich auch einfach so geschafft. Aber jetzt muss das Teil irgendwie... Das muss aber schwerer werden. Ja. Es muss schwerer werden, aber ich muss trotzdem noch durch die Tür gehen können. Shit. Wenn ich den jetzt rausnehme, dann kann ich nicht mehr durch. Scheiße. Das heißt also... Ach, das ist ja alles schwierig. So, jetzt... Wenn jetzt die Batterie drin ist... Nee, macht ja auch nichts mehr. Der macht ja gar nichts mehr. Keine Batterie drin ist, macht ja auch nichts mehr. Der Knopf hat überhaupt keinen Effekt mehr. Ach, die Batterie muss da drin sein. Natürlich. Zack. Ah! Nee. Doch? Nee. Was passiert denn, wenn ich diese Batterie
da reinmache. Ah ja. Okay, ja, dann kann ich ja vielleicht... Okay, dann habe ich eine Idee. Dann kommt die nämlich da rein. Du dahin. Der Vogel kommt mit mir. Achso, ach, hier kann man keine Batterie einsetzen. Ach, scheiße, nett. Ich dachte, jetzt könnte ich vielleicht die Batterie hier einsetzen in das Teil. Und dann könnte Desmond hier das Ding auf schwer schalten und ich könnte da durch. Gott, das... Scheiße. So, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, muss ich zugeben. Hier muss es schwer werden. So, aber jetzt ist ja der Desmond, die Tür da, die kann er so lange aufdrücken und zudrücken, wie er lustig ist. Das bringt mir überhaupt nichts. Sondern er müsste da drüben das Teil eigentlich... Ach, vielleicht kann man das irgendwie so machen. Vielleicht kann man das irgendwie beeinflussen. Ach, natürlich, wenn der Safe... Ja, okay, ich hab die Idee. Wenn der Safe schwerer ist, wird er ja schneller zur Decke gezogen. Und deshalb... kann ich das da reinstopfen und das da rein und jetzt den Safe schwerer machen, dann klatscht der schnell an die Decke. Zack. Scheiße. Alter. Okay, meine Theorie trifft nicht zu. Scheiße. Ah. Also der kommt nicht bis da oben hin. Ja, wenn ich es ja... Das Problem ist ja, ich kann ja nicht beides gleichzeitig aktivieren. Das ist ja das Problem. Aber ich kann vielleicht das umwechseln, dass ich die mache hier. So. Und der Desmond die schwere. Na, komm schon. Na. So. Ah, jetzt haben wir es doch. Und jetzt muss er das mit hier draufdrücken. Zack. Und schon ist die Tür offen. Ah, was hat mich schwer getan jetzt? Was habe ich mich schwer getan? Some event must have occurred to cause me to be transported to this pocket dimension. If only I could remember what. Ja, if only I could remember. Denke ich mir auch häufiger mal. Aber wir werden es wohl herausfinden. Huh. My headache is getting a little better, although I still have a rather large lump on my skull. Oh, kann ich darüber? Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. So. Soll ich noch einen dranhängen direkt? Ah, ich glaube, ich hänge noch einen dran. Was soll das? Machen wir direkt noch ein Rätsel mit. Auch wenn die mittlerweile ja schon irgendwie... Also jetzt ist gerade... Hab ich echt irgendwie schwer ins... Selbst die Kleinen wollen nach oben. Oh, in case you don't see it, there's an electrical converter on the ceiling that needs to be pressed. Ja. Da oben. Fluffy und Dings habe ich ja. Ike. Jim. So. Und hier, was gibt's hier alles? I can't believe my memory hasn't returned yet. Ich sehe nur noch ein Safe. Upsa. Ach du Scheiße. Ach, wo ist der andere? Aha.
I see. Jetzt muss ich bestimmt es so hinkriegen, dass der eine Safe, der muss sozusagen das Teil pressen, das Teil runterdrücken. Na, ich wollte schon von Press übersetzen. Der muss das Teil runterdrücken. Und ich muss währenddessen hier, ne? So, zack. Und so. Und dann, wow! Okay, wow! Wow, shit. Ich kann ja auch hier drauf stehen bleiben eigentlich, ne? Ich bin ja so blöd auch. Blöd, wie ich bin. So. Geschafft. Na. Ein kleines Rätsel unter Freunden. Das mache ich direkt auch noch. Wird eine lange Episode heute. Richtig schön lang und saftig. Wow. Das war ein Save. Ich brauche aber zwei. I'm not sure you're aware, but breaking things is bad. Zack. Schon habe ich die andere Dimension am Start. Und hier auch nochmal durch. Der arme Professor, der muss hier dabei zugucken, wie ich sein komplettes Haus zerwüte. Und der auch noch. I used to somewhat like you. So, dann kommt der hier hin. Sometimes I get the strangest feelings that they might be sentient. So, wo ist der Safe? Ach, es klebt an der Decke. So. Zack. Was hat mich das jetzt? Ah, es hat mir jetzt noch ein Safe gebracht, okay. Zack. Super. Achso, der andere Safe ist ja noch oben jetzt. Den muss ich jetzt wieder. Achso, den muss ich mir jetzt wieder schnappen. So. I engineered a completely seedless strawberry once. I hated getting the seed stuck between my teeth. Immer so dezente Randinformationen, die hier weitergegeben werden. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, Mutter ist die Porzellan der Vorsichtkiste. Okay, das klingt vernünftig. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Lasst mir Kommentare da, ob es euch gefallen hat oder nicht und warum und weshalb. Und wir sehen uns dann bei Nummer 27. Macht's gut.